Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu der Vorstellung von Toile Venant im Rahmen unserer Reihe, im Rahmen des Programms Hommage Robert Rossa. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich möchte mich entschuldigen für die Verspätung, aber ja, es hat vom Ablauf etwas gedauert. Ich danke für Ihre Geduld und freue mich sehr, dass wir diesen Film zusammen sehen können. Und ja, Toile Venant, wir zeigen den Film in einer 35mm Kopie, die wir von Gaumont geholt haben. Der Film wird live untertitelt von Nora, wofür ich sehr danke, und die Projektion wird von Pramila Cinciana gemacht. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, Sie können nach dem Film draußen im Foyer bieten wir Ihnen Plakate an zu der Reihe, die Sie hier so halb sehen können, aber die Plakate der Reihe, die Sie auch draußen gesehen haben, können Sie dann draußen im Foyer mitnehmen. Und ich möchte noch darauf hinweisen, wir haben noch ein Exemplar des Buches von Robert Rossa, La Sentinelle aveugle, das Sie auch noch erwerben könnten. Wir haben auch noch zwei Exemplare des Buches Von Quatre Marches Secondes von Marina Vladi, das Sie auch erwerben könnten dann nach dem Film. Und vom Ablauf, wir haben uns dafür entschieden, vor dem Film werde ich kurz begrüßen und dann nach dem Film wird es ein Gespräch geben. Und ja, ich möchte Sie jetzt herzlich bitten, mit mir zu begrüßen. Wir freuen uns sehr und sind geehrt und es ist ein großes Glück, es ist ein grand bonheur, большое счастье, честь для нас, что, ja, dass wir heute Abend zu Gast haben, Robert Ossen. Und Marina Vladi. Bienvenue. Ich wünsche Ihnen eine gute Projektion und bleiben Sie bitte nach dem Film zum Filmgespräch. Bonne Projection, merci. Merci pour ce film. Oui. Comment vous l'avez trouvé en le revoyant, comment vous l'avez trouvé, le film? Ben, je trouve qu'il y a 100 ans. C'est intéressant, c'est tiré d'un roman, non? C'est tiré d'un roman d'art. Oui. C'est un ami, un Frédéric Dard, qui a écrit le livre. Ich kann vielleicht kurz übersetzen. Die Frage war, wie Robert Ossen den Film jetzt gefunden hat, nachdem er ihn nochmal gesehen hat. Er antwortet, er hat das Gefühl, der Film ist 100 Jahre alt. Aber sozusagen ein sehr interessanter Film trotzdem. Und er ist nach einem Roman von Frédéric Dard entstanden. Je voudrais juste dire un petit mot. Je suis très émue parce que j'ai revu ma sœur, si belle. Donc, c'est assez bouleversant de revoir quelqu'un qui est mort déjà depuis 80. Voilà. Ja, ich möchte sagen, ich bin. J'ai plombé un peu, excuse-moi. Ich bin sehr berührt, weil ich meine Schwester gesehen habe, Odile Versoix, die so schön ist in diesem Film. Und ja, ich bin sozusagen aufgewühlt, weil jemand zu sehen, der seit 1980 nicht mehr lebt. Oui. Par contre, c'est très bien, je suis comme vous. Je m'en rappelais plus. Alors, j'ai cherché à trouver la vérité. Je l'ai découvert à la fin. Mais. Ça date d'il y a 100 ans. Ja, und es geht mir wie Ihnen. Ich habe den Film sozusagen jetzt auch quasi erstmals gesehen und habe auch während des Films versucht, die Wahrheit herauszufinden, war dann auch erstaunt, als ich dann am Ende die Auflösung gefunden habe. Est-ce qu'il y a des questions? Ja, oui, il faut dire la vérité. Gibt es Fragen seitens des Publikums? Ah bon?
Wenn es Fragen gibt, dann haben wir hier ein Saalmikro, das wir rumgehen lassen können. Und Sie können die Fragen gerne stellen, auch in jeder Sprache, die Sie möchten. Sinon, si il n'y a pas de questions, est-ce que... aber Sie haben noch Gelegenheit, aber s'il n'y a pas de... bon, je voudrais demander comment, bon, comment vous avez travaillé sur ce film, comment vous avez ensemble développé ce caractère de vous et comment c'était de travailler ensemble. Le caractère était tellement bien décrit dans le roman qu'on a suivi le... Oui, on a suivi le thème du roman. Tout était écrit par mon copain, hein. Et puis il m'a dirigé, évidemment, puisqu'il était en scène tout le temps avec moi, parce qu'on est tout le temps tous les trois en scène. C'était pas compliqué comme mise en scène, enfin comme sentiment. C'était très marrant à jouer. On s'est beaucoup amusé, vraiment. Hein? Oui, c'était sympathique, oui. Mais enfin, depuis, j'ai fait tellement de films. Ben, moi aussi. Et elle aussi, différents, costumes énormes, avec la troupe, tout ça, que ça me paraît une vieille histoire. Quoi. Il faudrait que le public qui l'a vu, il faudrait l'avoir eu à l'époque, qu'on puisse parler maintenant. Oui. Ja, also die Frage war nach der Zusammenarbeit zwischen Robert Hossein und Marina Vladi, wie sie die jeweilige Figur entwickelt haben. Und die Antwort ist, dass die Figur auch schon im Roman von Frédéric Dard so gut angelegt war. Und sozusagen, es war halt eine enge Zusammenarbeit, weil natürlich dann beide fast immer gemeinsam vor der Kamera standen. Es war kein schwieriger Dreh, wir haben uns beim Dreh viel amüsiert, es war ein lustiger Dreh und Monsieur Hossein sagt, es war ja ein sozusagen sehr sympathischer, sehr angenehmer Dreh und er hat aber viele Filme seitdem auch gemacht, viele verschiedene Filme, Kostümfilme, verschiedene andere Filme und ja, und jetzt, wenn er den Film sieht, wirkt er wie eine alte Sache, aber ja, so. Non, je voudrais ajouter que c'est un film qui était très hardi pour l'époque, parce que faut pas oublier que c'est tourné, quoi, je sais plus en quelle année, mais 58. Oui, 58, oui. Donc en 58, on ne montrait pas des images comme ça. La première image, par exemple, c'est la première fois qu'on voyait une poitrine complètement dénudée dans une voiture, bon, sans voir le visage, mais c'était très, ah oui, très d'avant-garde sur ce plan-là. C'est le premier film porno. Ah ! Exagère. Merci. Ja, und, Attends, il doit traduire. Oui. Und Marina Vladi möchte noch hinzufügen, dass es für die damalige Zeit ein gewagter Film war. Der Film ist von 1958 und in der ersten Szene, in der man die entblößte Brust sieht, das war für die damalige Zeit, auch wenn man das Gesicht nicht dazu sieht, aber trotzdem allein die Tatsache, dass man diese Brust, die entblößte Brust sieht, war für die damalige Zeit schon etwas sehr Besonderes, sozusagen eine Art Avantgarde. Und Robert Hossein sagt, ja, es war einer der ersten pornografischen Filme. Tout le thème aussi était assez hardi, quoi. Und auch das Thema war auch gewagt. Ça faisait film d'avant-garde à l'époque. Oui. Maintenant, ça fait rire tout le Maintenant, monde. Maintenant, il y a longtemps qu'on a fait des millions de films là-dessus. Donc. Also, für die damalige Zeit war es ein Avantgarde-Film. Heute hat man natürlich dann viele andere Filme zu dem Sujet gemacht. Qu'est-ce que vous passez comme autre film? Mais, par exemple, après, il y a Une corde en cold. Ah, bon, western. Western, oui. Ah bon, d'accord. Ouais. Ça va changer. Ça va être différent. Il faut qu'il pose des questions. Je voudrais aussi poser une question qui m'intéresse beaucoup à propos de la collaboration avec votre père, André Gosselin, Aminatollah Hossein, votre père qui a écrit la musique pour tous les films de vous. Est-ce que vous pourriez parler comment... C'était un grand musicien, compositeur formidable. Je vais juste traduire, pardon. Ich werde noch kurz übersetzen, die Frage nach dem Vater von Robert Hossein, der die Musik zu allen Filmen von Robert Hossein geschrieben hat. Und ja, je vous... Donc, à propos de votre père. Que mon père, oui. Immense musicien, a écrit des symphonies, des concertos, des ballets pour le monde entier. Est vraiment formidable. Et ma mère était russe et elle avait tourné aussi au cinéma des années. Hein? En Allemagne. Et
que de souvenirs. Et moi, je suis né à Paris. Mais quand je vois ça, c'est des films, je suis curieux de voir. Bah, après, il y a eu les films en costume, décor, hein. Il y a eu western, à cheval et tout. Et là, ça fait comme Agatha Christie, un peu. Hein. Enfin, pas ça. Ja, ich übersetze. Mein Vater, André Ossen, war ein großer Musiker, hat Symphonien geschrieben, Konzerte, Ballets für die ganze Welt. Und meine Mutter war Russin. Sie hat auch im Kino gedreht, hat auch in Deutschland gedreht. Ich selbst bin in Paris geboren. Und ja, und wenn ich sagen, diesen Film sehe, also ja, und bezüglich der Zusammenarbeit mit dem Vater, und wenn ich insgesamt allgemein den Film sehe, dann... ja, denke ich auch an die anderen Filme, die ich gemacht habe, eben Kostümfilme oder auch die Western, die sozusagen Pferdeszenen, und das wirkt dann ganz anders, als wäre es etwas von Agatha Christie. Je fais les films sérieusement, mais je ne me prends pas au sérieux. Ça, c'est important. En plus... Also ich mache die Filme auf ernste Weise, aber ich nehme mich selbst nicht zu ernst. Non, c'est toujours très bien entendu. En faisant nos films, mais ça y est, bon, d'accord, maintenant, vous n'avez pas de questions à poser, non? Oui, parce que c'est... Ja. Gibt es Fragen? Le soliloque, c'est pas marrant. Ok, il y a une question? Ja. Une question à propos du Une corde, un cold? À propos de... Inwieweit ist das Gerücht... war, dass Sergio Leone an einer Szene beteiligt gewesen ist, was die Kameraarbeit betrifft. Et donc il y a des rumeurs que Sergio Leone était à participer dans le tournage du Une corde, un cold. Jamais. Jamais, c'était un de mes meilleurs amis. Sergio Leone en Italie, extraordinaire. J'étais très très ami avec lui. Et jamais, elle n'a participé, au contraire, c'est lui qui m'a dit, bah, je lui ai dit, tu as tellement de talent que je vais essayer de faire un western avec Michel Mercier, c'est ça, voilà. Et j'ai essayé de faire, voilà, c'est un grand metteur en scène, très bien, et sûrement avec plus de talent que je n'en aurais jamais, mais... Une corde et un colt, c'était bien. Oui. Mais je l'aimais beaucoup et l'admirais beaucoup, Leon. Also als Antwort auf die Frage, nein, niemals. Sergio Leone hat nichts an dem Film in dem Sinne selbst gemacht. Er war einer meiner besten Freunde, Sergio Leone, war ein großer, großer Regisseur, der aber mir im Gegenteil gesagt hat, du solltest einen Western machen, und ich möchte daran nicht beteiligt sein. Ja, und eben Sergio Leone, ein großer Regisseur, der vielleicht mehr Talent hatte als ich, aber ja, wir verstanden uns sehr gut, aber ja, diesen Film habe ich selbst gemacht. En plus, je jouais dans le film, une corde in un colt et tout. Ouais. Mais non, et par contre, Leon, j'habitais en Italie, puisque j'étais à Rome, et c'est là où j'ai tourné avec Lino Ventura, Les Misérables. Aussi. Oui. À Rome. Ja, und Sergio Leone war eben ein sehr guter Freund von mir, und ich wohnte, als ich in Italien, in Rom wohnte, wohnten wir nicht weit voneinander entfernt, und ja, eben dort in Italien habe ich dann auch später einen Film mit Lino Ventura gedreht, Les Miserables. Gibt es noch weitere Fragen Ihrerseits? Allons, un peu de courage. Voilà. Ce film m'a rappelé un peu What Happened to Baby Jane. C'était deux sœurs, une paralytique et puis... Mais c'était bien plus tard, non? Oui. Demande-leur aussi s'ils ont vu peut-être, oui. Ce film cet après-midi, Les Scélérats, j'étais pas là. Mm-hmm. Je crois que le film a été tourné bien plus tard. Il y a été plus tard. Qui c'est? Vous savez, on se copie toujours. Personne n'invente rien. Hein. On refait les mêmes thèmes. L'amour, la mort, le sexe. Je veux dire, on retrouve ça dans tous les films. Oui, le suspense, ouais, était pareil. C'était un très beau film. Oui. Qui a peur de Baby Jane. Qui a peur de Baby Jane.
où il y a deux sœurs, tu sais, américain, le film américain. Non, non, bien sûr, oui, vous avez raison. Merci. Inspiré par nous. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai pensé. Bon, cela dit, je vais vous dire ce que disait mon père, toujours. Il va reprendre le 50 ans, oui. Quand j'étais jeune, c'est la première cinquantaine la plus dure. Dites-leur. Mon père disait, quand j'étais jeune, c'est après ça va mieux. Alors je disais, mais pourquoi ? Parce qu'on s'habitue et tu fais attention de ne jamais t'habituer. Voilà. Et c'est fini, tout va bien. Ja, ich übersetze nochmal die Frage nach, die Frage war, dass der Film die Zuschauerin an What Happened to Baby Jane von Robert Aldrich erinnert, wo es auch um zwei Schwestern geht und der Film ist aber später entstanden und ja, und Marina Vladi sagt, ja, man kopiert sich ja ohnehin immer, man erfindet nie etwas Neues und es geht immer um die gleichen Themen, Liebe, Tod, Sex. Und ja, sozusagen der Film Baby Jane ist auch ein guter Film, aber ja, ist nach uns entstanden, vielleicht von uns kopiert. Und Robert Hossein hat noch ergänzt, dass ja, sein Vater hat ihm, als Robert Hossein 14 Jahre alt war, gesagt, die ersten 50 Jahre sind die schwierigsten. Und er hat gefragt, warum? Weil man sich gewöhnt. Und das Wichtige ist, sich nie zu gewöhnen. Voilà. Bon, donc, ils n'ont plus rien à me demander. Ben ni non, à, on va rentrer se coucher. Alors, merci beaucoup. Mais est-ce que c'est les mêmes qui viendront voir les autres films? Peut-être. Oh, je pense que pas. Ceux-là, on les a vus. Sind das die gleichen? Also, sind sie die gleichen, die auch die anderen Filme sehen werden von ihm? Peut-être. Je pense qu'ils viendront. Mais t'inquiète pas, ils viendront. Dites-leur que j'ai complètement oublié. Et que je revois comme eux les films. Ben c'est très bien. Au moins, tu t'emmerdes pas comme ça. Voilà. Oui, mais alors, c'est malhonnête parce que j'aurais dû payer ma place. Also sagen Sie, sollten wissen, dass Robert Hossein sagen, die Filme genauso sieht wie Sie auch. Und Marina Vladi sagt, ja, wenigstens langweilst du dich nicht dabei. Und ja, aber dann hätte ich wenigstens für meinen Sitzplatz bezahlen sollen, wenn ich genauso sehe wie die anderen. Ah, là là. Bon. Allons. Merci. Voilà, merci. Ah, okay. Mais, par contre, il y a une question. Quoi? Oui. À Vélociné, dans le film Cartouche. Ah, Cartouche, c'était oui. Magnifique, oui. Quoi donc? Elle a vu Odile dans Cartouche quand elle était jeune. Ah, et oui, elle se souvient beaucoup d'Odile. C'était une très grande actrice, une très belle femme et une magnifique, magnifique femme, magnifique mère de famille. On a plein d'enfants. Là, elle avait déjà 4 enfants quand elle a joué ce rôle. Et moi, j'attendais un fils qui est par là. Je ne vois pas d'ailleurs. Oui, on en a eu 2. Là. Non, c'est pas ça. Voilà. C'était. Pierre, oui. Ah ben, je me souviens de son nom quand même. Voilà, un très beau film. Une très belle musique. Ah oui. Très, très connu dans le monde entier, on l'entend tout le temps à la radio. Et je suis très fier la d'être... La musique de ton père. Ah oui. Je suis très fier d'être votre fils, voilà. Bah, il faut... Qui a juste 60 ans aujourd'hui. Enfin, cette année. Pierre, ah oui, ah oui. Ah oui, j'ai cru moi, bon. Donc le film a 60 ans. Oui, le film a 60 ans. Oui. Non, toi, t'as un peu plus. Et moi aussi. Ah oui, moi. Allez, viens. J'ai 100 ans. En tout cas, oui, madame. Attends, il veut traduire. Ich wollte nur ganz kurz übersetzen, die Frage war, oder nicht die Frage, der Kommentar war nach von der Zuschauerin, dass sozusagen die Zuschauerin die Schwester von Marina Vladi, Odile Versoix, vor langer Zeit in Bukarest gesehen hat und in einem Film gesehen hat, Cartouche. In dem Odile Versoix gespielt hat und Marina Vladi hat ergänzt oder gesagt, ja, sozusagen Odile Versoix, ihre Schwester war eine großartige Schauspielerin, eine wunderbare Mutter und ja, hat den Film gespielt und sozusagen hat in der gleichen Zeit hat haben Marina Vladi und Robert Hossein einen Sohn gehabt, Pierre Hossein, der heute Abend auch hier ist und Pierre Hossein hat gesagt, ja, in Bezug auf den Film Toile Venant, ein sehr schöner Film, eine großartige Musik und ja, er ist stolz,
bei der Sohn zu sein. Und ja, und Marina Vlad hat ergänzt, er ist 60 Jahre alt, fast genauso alt wie der Film. Und Robert Rossin ist etwas älter als der Film. Ja, je voulais juste vous dire, oui. J'ai vu une émission, vous, les sœurs Polyakov, vous oui. Les quatre, vous chantiez et vous étiez, alors il y avait Olga, Vera, quoi? Non, Olga, Hélène. Olga, Tania, Militsa et Marina. Il y a une Odile et Hélène, Odile. Non, c'est pas Hélène? Oui, Odile, Hélène et Marina, mais enfin bon. Oui. Nos noms russes, c'est Olga, Tania, Militsa et Marina. Polyakov, c'est Polyakov, bien ça? Oui. Bedarov. Vous avez de la chance d'être comme ça, vous parlez toutes les langues. Je vous ai entendu parler l'italien aussi. Oui. À la perfection, quoi. Ben, j'ai vécu longtemps en Italie. Je crois qu'on va aller. Oui. Parle. Merci bien. Non, ben parle, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je disais que tu leur diras que maintenant, ils m'ont assez vu. Et que dans une corde et un colt, au moins me verront en train de faire du cheval. Ah, très bien. Et là, je t'ai vu conduire une voiture, ce que tu ne fais jamais. Voilà, que je ne sais pas conduire. Mais oui, j'ai dit comment il a fait pour conduire. La voiture, mais que à cheval, alors là... Ça marche. Ah oui, là, quand... Die Frage der Zuschauerin war nach den Schwestern von Marina Vladi, nach den Schwestern Polyakov, dass sie in einer gemeinsam gesehen hätte in Auftritten, und zwar neben Olga, Tanja, Militsa und Marina, da. Die vier Schwestern. Und ja, und die Frage auch danach, dass sozusagen Marina Vladi viele verschiedene Sprachen spricht, Italienisch auch in Perfektion spricht. Und ja, und sozusagen Robert Rossin sagt noch, nachdem man jetzt von ihm genug gesehen hat, wird man im nächsten Film in Cordon Call die Gelegenheit haben, ihn auf dem Pferd zu sehen. Und Marina Vladi sagt, sie hat sich bei dem Film Toile Venant gewundert, wie er die Szenen im Auto gedreht hat, weil Robert Rossin nicht fahren kann, nicht selbst Auto fahren kann, aber die Szenen trotzdem gedreht hat, aber nachher wird man ihn gleich auf dem Pferd sehen können. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.